An die 50 Mitglieder und Freunde unserer Gesellschaft brachen am 17. Mai mittels Carinthian-Busreisen zu einer Floßkreuzfahrt nach Dravograd auf. Mit einem nach alten Plänen gebauten Holzfloß fand in Jaunik in der Nähe von Dravograd eine beschauliche Reise in die Vergangenheit und Geschichte der Drauflöserei statt. Mitinitiator dieses netten und abwechslungsreichen Ausfluges war Dr. Peter Fantor aus St. Jakob im Rosental. Begrüßt wurden die Gäste von der Flößer-Crew traditionell mit Brot und Salz und einer minimal dosierten hervorragenden Medizin gegen die Drau-Seekrankheit. Und wir stehen alle einmal auf, die Hände in die Höhe hinauf. Jetzt klatschen alle kräftig mit, denn das ist der neueste Hit. Nach der Begrüßung auf dem Floß durch Kapitän Franjo Scharmann wurde erst einmal der Durst gestillt und in weiterer Folge eine kurze geschichtliche Einführung der Flößerei auf der Drau vorgetragen. Selbstverständlich durfte auf dem Floß die original slowenische Folklore nicht fehlen. Die Flößermusikanten heizten den Kärntnern ordentlich ein. Die flotte Musik aller Außenik animierte zum Tanz. Auch General in Ruhe Wolfgang Ortner legte eine Kessesohle auf den Floßboden. Schließlich erfolgte das Highlight der Floßfahrt, die traditionelle Flößertaufe von Täufling Oberstleutnant Gaber. Vor der eigentlichen Taufe musste er noch einen detaillierten Gesundheitscheck bestehen. Es dauerte nur rund 3 Minuten und unser Kamerad Gaber war in den erlauchten Kreis der Jaunik-Floßgetauften aufgenommen. Die Zeit am Floß verflog und die Kärntner Gendarmerie und Polizeifreunde verabschiedeten sich von der netten Flößer-Crew ganz herzlich. Beim anschließenden üppigen Flößermenü im Gasthaus wurden die Kärntner Gäste kulinarisch verwöhnt. Alles in allem ein Ausflug, der ein Da Capo sicher wert wäre. Ja, spati, pagida namore.